Sehr willkommen hier beim Spiel, was? Magic Walk. So, Mini 6, so, ja. Angezockt, so, ich zeige jetzt auch nur gerade der erste Level. Ja, viel weiter war ich schon, also im zweiten Level war ich, ja. Na, und, so, man kann das Spiel auch hier im Speedrun-Modus, kann man auch machen. Ja, wenn man will halt. Na, okay. Ja, was geht hier? Man hat hier so einen Tussi, der kann auch Doppelsprung. Und hier auf zu Gegner kann man abends zu hüpfen, für weiter nach oben zu kommen. Geht darum, auch für eine Trophäe müsste man einem Level, egal welchen, auch mal alle gelben Münzen einsammeln. Also muss man nur einmal machen. Geht eigentlich darum, ja, irgendwo sind halt Schlüssel, hier in so Truhen, meistens. So, stimmt sogar. Und ich weiß nicht genau, wie das ist, aber auf jeden Fall ein Schlüssel ist da für eine Tür aufzumachen, damit man halt ein Level gepackt hat. So, die Tür, also hier von dem Level, vom ersten Level, die ist ganz rechts, oben halt. So, wahrscheinlich muss man hier mit dem Schlüssel erstmal irgendwas anders machen, da weiß ich schon gar nicht mehr genau, wie das war. Wie ich mich hier verlaufen hatte, auch, ja, war ein bisschen irrsinnig. Danach habe ich nochmal Speedrun gemacht, keine Ahnung, war schon ja, von einer halben Minute hier mit dem Level fertig, okay. Und ja, sonst hier auf die Gegner kann man sonst, ja, hier sieht man auf die Zacken, kann man nicht drauf springen. Da gibt noch andere Gegner und so weiter. Aber irgendwann hat man hier auch so was wie ein Schutzschild. Und man kann sogar schießen irgendwann. Also eine Fähigkeit kriegt man hier. Da kann man die einfrieren, sage ich mal. Ja, gut, man kann sie trotzdem nicht, ich weiß nicht. Na. Ja, sollte man aufpassen. Wie gesagt, hat man hier die drei Herzen. Da kriegt man immer wieder neue Herzen. Und ja, hier jetzt hat man zum Beispiel der Schuss, stimmt sogar. Irgendwo müsste hier auch ein Schutzschild sein oder im anderen Level. Dafür gibt es dann auch eine Trophäe. So, jetzt hat man die Gegner da eingefroren. Ja, keine Ahnung, ob die für immer so bleiben. Auf jeden Fall kaputt machen kann man sie nicht. Ich weiß nicht wie. Na. Das, hier, warte, falsche Schlüssel, alles klar. So, na, jetzt müssen wir erstmal hier, ja, denn mit dem falschen Schlüssel irgendwie was anderes aufmachen. Für den richtigen Schlüssel zu kriegen und dann ist quasi Level gepackt. Wenn man genau weiß, wo der ist, dann ja geht das. Also wie gesagt, wie ich das Speedrun-Modus gemacht habe, habe ich das direkt beim ersten Mal auch schnell gefunden. Keine Ahnung, nur Zufall. Ja, wie kann man jetzt hier, ja, wenn man schießen kann, ist schon mal cool. Ich glaube, die Fähigkeit hat man auch eigentlich, ja, müsste eigentlich die ganze Zeit haben. Ja. Ja gut, hier ist ja keine Anzeige oder sowas, na. Ja. Was hast du da gemacht? Und dann gibt es ja, in manchen Truhen sind Bomben drin, ja klar. Zieht Energie ab und so weiter. Fallen gibt es. Sachen zum Lesen. Hier, Truthähne. Ganz schön bunte Vögel gibt es da, na. Und wie gesagt, die ganzen Münzen, ich weiß gar nicht. Ja, keine Ahnung, was die da bringen sollen, also. Ob man später irgendwo was kaufen kann oder so, weiß ich nicht. Spiel dürfte aber auch nicht so lang sein, denke ich mal. Dass quasi nur vier Welten sind, also vier Levels oder so. Also sah es von den Trophäen her aus. Platin kann man trotzdem irgendwie kriegen. Na. So, ja, hoffentlich hat es Spaß gemacht. Das war's hier mit dem Video. Bitte like, abonnieren und ja, dann sag ich mal euch noch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss, ihr wart. Bis dann. Ah ja, das war der erste Level. So, ja, bis dann.